So, und hier sind wir auch schon wieder. Dann gehen wir mal direkt hoch. Sagen dem Onkel Wheatley hallo. Den haben wir so sehr vermisst. Ach, die Unruhe. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Na, ist auch wie schön. Könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Hör auf zu lecken. Heißer, heißer, kochend heiß, okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Eine Stunde. Mal gucken, ob wir das schaffen. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm einen. Ja, ich wusste, du schaffst es. Das war wieder zu schnell. Oh. Hallo? War, würde ich sagen. Hm, das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon, es gibt keine Antwort. Dort, ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch, ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage warte, sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung, kritischer Reaktor, Kerntrissel. Da, repariert. Super, hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Wo sind die Würfel hin? Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste, oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Okay, drück da einfach mal drauf. Oh, ja, gut gemacht. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich guck dir dabei zu. Okay. Ja, das gefällt mir. Hier gibt es auch so eine Erfolge, wenn man sich einfach weigert, 30 Sekunden oder eine Minute stehen bleibt. Dann gibt es einen Erfolg und ja, muss den Test trotzdem nochmal machen. Und den Erfolg habe ich schon, von daher rennen wir gerade durch. Ich habe es zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Leider nur fast. So, im nächsten Abschnitt gibt es jetzt so wieder so einen Test, Erfolg, der sich lange hinzieht, und zwar muss man in jedem Testraum die Monitore zerstören. Ja, ich versuch's mal, aber ich mach mich nicht drauf. Alles in Butter, ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Okay. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Erst holen wir uns mal den Würfel. Oder was immer das auch sein soll. Da machen wir mal runter. Den lassen wir schon mal hoch. So, oben haben wir ein orangenes. Das heißt... Ah, das bringt ja überhaupt nichts. Fällt mir gerade auf. So, jetzt heißt es, wie kriegen wir das Ding da dran? So könnte es funktionieren. Bäh.
brauchen wir einen blauen. Das muss richtig stehen. Blau war es, ne? Ja. Oh, gut gemacht, Gartenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Sehen wir noch. So, dann können wir jetzt den Raum normal fertig machen. Gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Okay. Also bei den ersten Räumen weiß ich noch ungefähr, wie man die Monitore zerstört. Später wird's, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Oh, kriegen wir vielleicht auch noch hin. Ich würde dir gern bei den Tests helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Blau muss bleiben, in Orange kann man rumspringen. Ich glaube, ich mache gerade einen Fehler. Aber egal. Ah, ja. Da war ich nicht schnell genug. Kann auch mal passieren. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. So, wieso machen wir es gleich so? Ich bin wieder so zielsicher heute. Okay, das sieht doch schon mal besser aus. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. So, dann machen wir hier Orangen und dann Blau. Was da oben ist, Blau. Und... Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Ich gebe mein Bestes und tu dir den Gefallen, mein Freund. So, dann brauchen wir es wieder den Würfel. Wo muss denn hin? Nein. Ne? Überhaupt nicht. Naja. So, kommen gleich auch noch Räume, das sind zwei Monitore drin. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ich komme. Noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nö. Das ist wunderbar. Hier hin. Da brauchen wir Löffel. Das ist richtig.
Ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. Könnte ich, will ich aber nicht. So, dann legen wir dich jetzt erstmal hier hin. Hab gesagt, hinlegen. Dreh dich um. So, schön. Zu lecken, habe ich gesagt. So, dann schießen wir dich nach oben. Schießen wir dich noch rüber. Oh, nun geht's los. Wir kommen der Sache nicht. Oh, wir enttäuschen. Okay, dann schauen wir uns mal die nächste Kamera an. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Jo, wenn du mich reden lässt. Okay. Hier muss ein bisschen schnell sein und hoffen, dass es funktioniert. Okay. So, bis es wieder beruhigt hat. Nehmen dich mir einfach mit. Kannst auch mal was tun. Das muss nicht umfallen. Jetzt wird es langsam langweilig. Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Du hast inzwischen bewiesen, dass du Monitore zertrümmern kannst. Das hast du empirisch bestätigt. Sehr schön. Sehr tüchtig. Unsere kleine Miss Clever. Der Albtraum eines jeden Monitors. So, jetzt müssen wir uns den wirklich erstmal rüberholen. Achso, mit diesem Hebel können wir den Strahler umkehren. Oder die Richtung. So, dann gucken wir uns eben mal hierher. Und bleib liegen. Weh, du stehst jetzt auf. Du hast nochmal Schwein gehabt. Aber jetzt muss ich den erstmal runterschießen. Runterschießen. Danke. Dann können wir jetzt hoch. Ja, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Jo, dann sehen wir mal, was der Schwachkopf in der nächsten Kamera vorhat. Bis denn. Ciao, ciao.